Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Foodtour durch Moabit. Schoko, thanks, wie geht's? Bruder, die Leute haben dich vermisst. Wir sind im Moabit, komm vorbei. Mit dabei, Burak Jackson Jr. Fat Jones. Auf was hast du Hunger, mein Bruder? Auf gar nichts. Bruder, lass alles essen, aber bitte kein Döner, bitte. Unsere erste Station für heute, Moabiter Döner. Ja. Schmeckt der Döner? Ja. Ja? Ja, wirklich. Unser Döner zum Frühstück wird vorbereitet. Einen. Mach dir den besten Döner. Sieht clean aus. Der erste Biss ist sehr wichtig und der ist sehr erfolgreich, Bruder. Was gibt Schöneres als ein Döner zum Frühstück, Bruder? Nix. Warum habe ich das Gefühl, dass du diesen Döner heiraten willst? Warum passiert mit dir was, wenn du weißt, Bruder? Das will ich wissen. Einige Sachen muss man einfach stehen lassen, wie sie sind. Ja, das war ein guter Döner. Wir sehen uns, mein Freund. Unsere Tour geht weiter. Wir sind bei Harleys Kebab. Ich kann dir versichern, dass du noch nie Döner gegessen hast. In einer Baustelle. Gut oder gut? Ja, jede Sekunde könnte ein Stein jetzt auf meinen Kopf fallen. Was sagst du meinen Eltern dann? Schau, Döner ist mit ihnen, er ist gestorben. Meine Damen und Herren, dieses Video wird gesponsert von World of Warships. Das Spiel, wo ihr mit historischen Kampfschiffen im Battle gegen die ganze Welt spielen könnt. Ein perfektes Spiel für Taktiker unter euch. Egal ob alleine oder mit Freunden im Team. Stürzt dich jetzt in die Abenteuer des Meeres von World of Warships. Du kannst zwischen mehreren Kampfschiffen wie Destroyer, Cruiser, Battleship oder Aircraft entscheiden, wie du dein Gameplay gestalten willst. Jede von ihnen bietet geile Game Experience auf seine Art. Ihr könnt sogar euer eigenes Schiff designen und die Attribute nach eurer Wahl vergeben. Zudem kannst du auch mit deutschen Kampfschiffen spielen. Spiele vor dem 31. Januar 2023 in Stufe 8 als Submarine und erhalte einen permanenten Bonus. Und mit über 500 historischen verschiedenen Schiffen ist die Vielfalt auf jeden Fall gesorgt. Das Spiel bietet eine sehr realistische Grafik, womit der Spielspaß auf jeden Fall steigt. Das Spiel ist auf jeder Konsole verfügbar. Mit dem Link in meiner Beschreibung bekommt ihr ein Spezialpack im Wert von 25 Euro und all die Sachen, die hier gerade eingeblendet sind. Also nicht verpassen. Vielen Dank an World of Warships für die Kooperation und weiter geht's mit dem Video. Z hatte recht, der Laden ist wirklich besonders. Die tragen hier Nike. Besonderheit bei diesem Laden. Wie viel so? 400 Soßen, ne? Das ist süß-sauer, das ist Mädchensoße, das ist Curry, das ist Sesam, das ist Kräuterknoblauch-Scharf, Standard. Der Bruder hat Food Ninja erfunden. Er macht uns jetzt eine Tomate. So. Bruder, was machst du da? Ich mach eine Blume. Der kommt auf den Döner. Weißt du was? Du bist die schönste Blume in diesem Laden. Voila, Bro, wir machen diesen Job seit 16 Jahren. Alle sechs Soßen kommen hier drauf. Fleisch kommt aus Brot. Döner, ja, Rosen. Jawohl, aber da fehlt was, da fehlt was. Kannst du auch die Rose ein bisschen so Pulbiber machen? Weißt du auch warum? Weil Liebe wehtut. Guckt euch schon mal diesen Döner an, Bruder. Chill, nicht beichten. Blumen sind ein wichtiger Bestandteil von Sauerstoff und vom Leben. Blumen müssen gegossen werden. Und unsere Blume braucht Wasser. Was sollt ihr machen? Habt ihr schon mal gesehen, dass jemand einen Döner gegossen hat? Ja, Maniac? Lass ein Like da, abonniert den Kanal. Joa! Walla, Mila schmeckt. Er schmeckt rosig. Burak Jackson. Ich komme aus Isparta. Diese Rose ist aus meiner Heimat. Stark. Und die Arbeiter sind auch sehr sympathisch. Wir haben früher alle bei Galata trainiert, lief nicht. Ist der Döner taste good? Yes, yes, yes. Luca, ich danke euch auf jeden Fall. Viel Erfolg in eurem Leben und wir sind immer für euch da. Es reicht mit Döner. Wir sind bei Al-Reda Grill. Auf Empfehlung von ZZ49 Bartoli. Hier gibt es einen Scampi-Dürren. Allahu Akbar. Das sieht sehr, sehr brutal aus, meine Damen und Herren. Original Holzkohle. Und dieser Abi macht uns das. Da kommt Hummus drauf und eine miese arabische Knoblauchsoße. Ein bisschen Zwiebeln, saure Gurken. Oh, die sind wild. Das sieht brutal aus. Guckt euch mal diese Röstaromen an von diesem Hähnchen. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Diese saure Gurken, dieser Rettich in Kombination mit Knoblauch, Hummus und Hähnchen. 1A, voilà. Wir haben hier hauseigene Chilisauce. Kleine Läden, wo du denkst, du läufst so vorbei, du guckst nicht mal. Das sind die besten Läden, oder? Wir haben hier den gleichen Hasen mit Scampi. Dann es gibt Tage, wo ich vier hintereinander esse. Oha. Ja, vier Stück. Wir essen arabisches Scampi, kommt aus dem Libanon. Wir sind selber geschwommen. Bis zum Laden rein. Sind wir da? Oh, shit. Der hat was drauf, selbst. Schreib Libanon, kommst direkt hier hin. Barton und Genchujo. Mach wieder auf, mach auf. 1 bis 10. 87,3 Periode. Oh shit, wir essen indische Moabit. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Ich zeig euch eine Taktik, wie man am besten Chicken Curry mit Reis isst. Du nimmst Reis, machst auf Teller und dann nimmst du Chicken Curry, machst auf deinen Reis und jetzt kommt der wichtigste Schritt. Und dann isst du einfach. Oh.
Shaokan hier sitzen würde, dann würde so machen. Genau so muss ein pakistanisches Essen schmecken. Hast du schon mal bei einem Pakistaner was anderes gegessen oder bei einem Inder? Was ich aber nie verstehe, und das kommt egal bei welchem Pakistaner du bist, das hier. Nein, das kommt bei Pakistan und weißt du bei wem auch? Bei wem? Bei Araber, die einen Pizzaladen haben. Ich schwöre, die bringen Pizza und einmal ohne Grund. Diese Tomate ist sowieso keiner. Die kommt danach wieder rauf. Ist immer die gleiche Tomate seit 4 Jahren. Eine Tomate passt nicht zu Reis mit Curry, Bruder. Ja, 100%. Das Hähnchen ist butterweich, Bruder. Lass mal diese Tomate mitnehmen, der soll eine Rose machen. Bruder, bitte, Wallah, mach mal eine Rose. Ich fühle mich wie Beton gerade, ja. Viele kommentieren immer, isst ihr das alles an einem Tag? Die ganzen Foodtouren werden in 4 bis 5 Stunden aufgenommen. Sag was? Alter, wir sind 20 Minuten hier. Wir haben 5 Läden in 20 Minuten. Das ist Momo. Stromstraße? Ja. Montana? Montana Café, Palaberger Straße, Nasdot. Hey, Ollo, Salim, der Assault mit dem Assault bei 75 Euro. Du schuldest mir 75 Euro, du Assault. Wallah, ich hab mit diesem Beef nichts zu tun. Gib mir sein Geld zurück. Morgen, ja? Tamam. Was ist los, Bruder? Wer ist das? Bruder, mein Nachbar, sein Cousin hat angerufen. Er heiratet morgen. Bei Hochzeitsauto kommt doch vorne Rose. Er will so einen Rosenstrauß? Ja. Ja, ist doch kein Problem, Bruder. Komm mit. Wir holen uns Rosen jetzt. Ja. Aber die sind natürlich roh, diese Rosen. Die müssen noch gemacht werden. Ich kenne da einen. Da macht es. Mach uns einen Rosen. Mach ich euch. Kein Problem. Da fehlen noch die Gurken noch dazu. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Willkommen bei Aldi Süd. Das ist unsere Tiefkühlpizza. Lag nicht mal die Tapeten zu Hause und so weiß. Ich schwöre, wenn wir zu Rewe gegangen, hätten wir eine Tiefkühlpizza mit Feuerzeug angezündet und es andere besser durch. Und jetzt beiß rein. Oh, ich schmeckt krass. Schmeckt richtig gut. Das ist die meiste Tiefkühlpizza, ja? Siehst du? Erstmal willkommen bei Aldi Süd. Ich sag mal so, steh auf, ich schwöre, ich renn weg. Ist mir egal, ich renn weg. Die Pizza schmeckt gut. Ich schwöre auf Koran, nein. Der nächste Land unserer Tour durch Moabit, Burgerturm. 3 Burger. 35,80 €. Du gibst 40 €, sagt, stimmt so? Ein grüner Burger, Spinatbrioche. Oh mein Gott. Black Angusfleisch? Wow. Bruder, der war saftig, ich sag dir ehrlich. Sehr soft, sehr clean. Hast du gehört, die Ami? Probier mal den. Sehr erfolgreicher Burger, sehr erfolgreiche Pommes. Oh mein Gott, Bruder, guck dir das mal an. Bruder. Wow. Seth hat uns zu seinem Lieblings-Baklavaji in Moabit gebracht. Guck mal, Bruder, die haben extra Pistazien drauf gemacht. Oh shit, Bro. Siehst du diese schönen grünen Farben, Bruder? Ich seh das, Brudi. Das ist Baklavaki, wow. Und das ist Ali. Und Baklavaki und Ali zusammen. Lachmaju. Ui. Wow. Dieser Knefe ist kein Spaß, Digga. Wir sind da wie türkische Berge. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Z? Sehr geil, immer wieder geil, super Video, perfekt. Wenn ihr mehr mit Jones und Z sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und... Marmelade. Nichts könnt ihr machen. Marmelade. Kakao.